Das große Schaulaufen der möglichen Merkel-Nachfolger als CDU-Chefin oder CDU-Chef wird in Lübeck eröffnet am Donnerstag, 15. November. Trommelt die Union ihre Landesverbände aus Schleswig-Holstein. Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern um 18 Uhr in der Gollanwerft zusammen. Das erfuhren die Eltern aus Parteikreisen. Es ist die erste von 8 Regionalkonferenzen. Auf der sich die Bewerber, CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der ehemalige CDU-Bundestagsfraktionschef und jetzige Manager, Friedrich Merz und CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der Basis präsentieren. Am 7. Dezember findet dann die Wahl der neuen Parteichefin oder des neuen Parteichefs auf einem Bundesparteitag in Hamburg statt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron haben in inniger Verbundenheit den Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren gedacht. Sie besuchten am Samstag das Denkmal in Compiègne und die Nachbildung des Salonwaggons. In dem der Waffenstillstand am 11. November 1918 unterzeichnet wurde. Beide demonstrierten damit auch, wie aus erbitterten Feinden Freunde geworden sind. Macron ging auf junge Leute in der Menge zu. Die sich an der Gedenkstätte eingefunden hatte, und sagte: Wir schulden das unseren Soldaten, die gefallen sind. Diesen jungen Männern in eurem Alter.